Was ich heute alles zu sehen kriege, das macht mich stutzig, ob ich nicht die nächsten 100 Jahre einfach nur mal E-Bikes filmen sollte. Denn die Industrie verbringt, glaube ich, keine 10 Minuten, um nicht irgendwas Neues zu erfinden. Und hier haben wir ein Downhill-Fahrrad ohne Motor für über 10.000 Euro. Das über 10? Genau 10. 9,9999. Gut, genau 10. Ja gut, die Pedale noch dran, dann sind wir über 10. Da sind wir über 10, genau. Die Pedale sind standardmäßig nicht dabei. Nicht dabei. Es ist von Moonraker, die Spezialisten für das Thema Downhill. Und hier ist, glaube ich, alles verbaut, was jemand freut. Unter anderem ein ganz kleiner Sattel, weil den brauchen wir eigentlich nicht, oder? Beim Downfahren, nein. Genau, den brauchst du sehr wenig. Jetzt werden sich die Leute beschweren, warum ist da der Sattel so schief. Ja, wir haben einen absoluten Downhill-Spezialisten. Der fängt jetzt schon an zu grinsen, denn 17 Kilo ist schon schwer, aber es geht nicht leichter, oder? Nee, eigentlich nicht. Warum? Hallo Johannes. Hi. Frohes neues Jahr übrigens. Frohes neues Jahr auch. Es geht nicht wirklich leichter. Wir haben eine Doppelbrückengabel vorne, die Fox 40er. Das bringt schon mal ein Riesengewicht auf sich, 40er Standrohre, ein Riesencasting, also hat einiges an Gewicht. Das macht schon mal einen Riesenunterschied im Gegensatz zu einer Fox 36 zum Beispiel. So eine Frage, das ist aus einem Stück gegossen, richtig? Ja. So, das ist Alu, nehme ich an, oder? Ja. Das Material, so, das ist also Alu-Guss. Genau. Das ist allein schon ein Kunstwerk, muss man sagen, oder? Das ist ein Kunstwerk, genau. Das Ganze muss ja auch enorm halten. So, das, ich sag mal, wir reden ja hier beim Downhill schon mal über Sprünge. Da kann ja alles passieren, oder? Ja, also da sprechen wir auch teilweise nicht von 2, 3, 4 Meter Sprüngen, sondern auch schon von 10, 15 Meter Sprüngen. Was war bei dir das Maximum? Ich messe nicht nach und ich fahre kein Downhill, ich fahre Enduro. Also ich fahre lieber entspannt, als mir richtig Stress auf dem Trail zu machen. So, die Downhiller, man sieht das ja immer bei Red Bull, wenn die da so runterfahren mit allen drum und dran, wo die allein mit der Weitwinkelkamera ja filmen, die ja noch einiges wegnimmt von der Dynamik, die da drin ist. Würdest du sowas machen oder sind die crazy? Da ist ja einer, glaube ich, aus Österreich, das kennst du ja, die Dinger, der da durch irgendwelche Städte fährt und sich auch während den Dreharbeiten permanent wickelt. Ja, ja. Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall Red Bull Rampage. Das ist ein riesen Downhill-Turnier, ja. Wo die dann in Utah oder so sich Berge raussuchen und Trails bauen. Also ja. Irre. Und gestört auch. Damit find's gut. Und ich würde es eventuell sogar auch fahren, aber wer weiß, ob ich das irgendwann mal hinkriege. Also ich bin einmal, wo war das? In Kalifornien bin ich mal gefahren, Motorrad. Ich bin eine Runde gekommen. Dann hat mich einer weggetreten, muss man sagen, weil das sind so richtige Profis. Ist das hier jetzt nur so ein Replika für die Vitrine oder kann ich das auch wirklich benutzen? Ist das hier eine echte Fox-Gabel? Ja, das ist. Oder ist sie aus Schokolade? Nee, ja, ich habe es noch nicht probiert, aber ich bin mir sicher, es ist echt. Das ist echt. Also damit kann ich wirklich alles direkt ab Werk machen. Genau, sollte man eigentlich auch. Natürlich darf man es auch als Deko nehmen, aber ich würde es fahren. Abstimmung, ist das schwer? Weil das ist ja, das Fahrrad muss ja ganz genau abgestimmt werden hier, oder? Auf das Gewicht. Wie meinst du, aufs Fahrergewicht? Nee, einen entsprechenden Dämpfer, Gabel, Luftdruck. Also, ja, also es muss angepasst werden. Wir haben genau eine Luftfedergabel und einen Stahldämpfer. Ja. Das kann man sich perfekt. System, nicht vergessen, ja? Das ist mit drin. Das hat dieses Fahrrad ist gerade nicht dran montiert. Ein Telemetriesystem, das heißt, du kannst per App messen. Das ist der Mind-System, genau. Das ist Moonraker Mind-System, ist dabei und du hast dann mit der Moonraker App die ganzen Fahrdaten durch GPS gespeichert und dann gibt er dir Empfehlungen, wie du halt das Fahrwerk einzustellen hast. Da gibt er dir sogar Empfehlungen, wie du deine nächste Fahrt besser machen kannst. Du kannst sehen, wie weit du gesprungen bist, wie viele Sekunden es gedauert hat und du siehst dann natürlich auch jede Durchschnittsgeschwindigkeit und alles, was so ein normales GPS-Gerät auch zeigt, kriegst du halt alles in deine Moonraker App gezeigt. Das ist halt ein smartes System, was quasi jetzt auf die Masse kommt. Das heißt, wenn du jetzt Anfänger bist, kriegst du halt die Möglichkeit, wie ein Downhill-Profi Daten für deine Fahrten zu sammeln. Das war ja vorher nicht möglich. So, Stahlfeder hinten drin, das ist, glaube ich, Standard im Downhill, oder? Eigentlich ja. Ja. Also es gibt natürlich auch welche mit Luft, aber
die große Menge fährt Stahlfeder. Weil da muss wirklich, genau. Die muss was aushalten. Die muss auch ja. schon mal durchschlagen können, das ist hier gar nicht möglich, sondern die geht wahrscheinlich bis zum bitteren Ende, kann die sich zusammendrücken. Genau, und sie hat ein sehr feines Ansprechverhalten. Also ein Stahldämpfer hat ein lineares Ansprechverhalten im Gegensatz zum Luftdämpfer, der ein progressives hat, weil sich die Luft ja immer mehr komprimiert. Sie wird einfach genutzt, weil sie eben feiner einzustellen ist auch. So, diese Kettenführung habe ich auch noch nie gesehen. Klär mich mal auf, was kann die? Die ist eine ganz normale Kettenführung eigentlich, wie jedes andere Rad auch. Das läuft da drüber? Oder genau, das ist läuft da hier drüber. Okay. Damit sie hier hinten nicht zu viel Spiel hat und hier nicht runterrutschen kann. Weil du also mit der Fahrrad springst. Sie hat eine feste Führung. Dann verkürzen wir das Ganze. Und dann ist da noch mehr Spannung auf die Kette. Sag mal, hier bei so einem Fahrrad hier, so einem richtigen Downhill-Fahrrad, da hast du denn nicht mehr die Leute, die damit nur noch zur Eisdiele fahren, sondern das sind schon die wissen, was sie damit machen. Oh, also wir hatten schon echt Kunden. Warte, ich zeig mal gerade. Wir hatten Kunden, die haben dieses Downhill-Bike gekauft, um wirklich an die Eisdiele zu fahren. Es sieht auch geil aus, ne, wie du schon gesagt hast. Und aber hier die Spreizung bei den Gängen ist ja gering. Das sehr, sehr gering. Also du ja. kannst lange Touren eigentlich damit gar nicht machen. Du siehst ja, was für ein kleiner Ritzel wie wir hier hinten haben. Und, aber ich nehme an, der eine oder andere, der, guck mal, wie geil das aussieht. Gründen, wo wir das man kann es einfach nur aufhängen. Ja. Man kann es aufhängen. Es ist halt auch das World Cup Team Fahrrad. Also die Moonraker Team fährt immer World Cup damit. World Cup Downhill ist vergleichbar mit Formel 1, ne? Beim Mountainbike-Fahrten und damit fahren die und damit holen die halt immer auch entweder Gold oder Silber oder auch Gold und Silber gleichzeitig und die Räder sind halt auch sehr, sehr beliebt. Ich habe es mal gefilmt, das Zero-System, was ganz Besonderes, denn du kannst damit hier bremsen und andere Sachen machen, ohne jegliche, ich sag mal, Kraft in den Dämpfer zu schieben. Nee, doch nicht ganz, oder doch? Doch, also es ist auf jeden Fall ein patentiertes System von Moonraker. So genau habe ich mich aber leider mit dem noch nicht befasst, weil wir Moonraker ja noch nicht so lange führen. Aber der Majid ist da voll der Fachmann. Voll der Fachmann, genau. Also wir haben ja so einen, quasi so einen schwebenden Dämpfer. Und das führt dann dazu, wenn ich bremse oder auch bergauf fahren will, dass ich halt nicht so viel Kraft in den Dämpfer verliere. Dämpfer ist quasi schwebend. Und diese Zerre, schwebend heißt was? Das halt so schwebt. Also es gehört dazu den schwebenden Dämpfern. Also es ist nicht direkt... Warte, ich zeige es mal gerade hier unten rein. Also wenn du es direkt gehabt hättest, wenn du in die Pedale reindrückst oder bremst, das kennen wir ja von den alten Fullies, da geht der Dämpfer ja ein. Ne? Mhm. Und bei dem Modell, es geht ja auch wirklich um Energie und da haben wir halt Zero Energieverlust. Da kommt das her. Also Zero Bremskraftverlust. Mhm. Und das hat den Vorteil natürlich auch, wenn ich jetzt extrem berghoch fahren will, kommt das Rad mir nicht entgegen. So, und beziehungsweise auch extrem bergab. Wobei, hier geht es ja auch um Geschwindigkeit beim Downhill, oder? Oder ist es hier filigran? Nee, hier geht es auch um Geschwindigkeit. So, du darfst es mal runterholen, bitte. Wir zeigen noch ganz kurz zum Design. Also, ja, das Design. Auch jetzt von Konstruktion auch das Maximum, was zurzeit möglich ist, technisch in der Fahrradbranche. Also, du siehst ja diese ganzen Formen, es ist ja ein Carbonrahmen, ne? Mit den ganzen Löchern. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in deiner Kamera gezeigt wird oder nicht, aber du kannst ja bestätigen, mehr ist momentan wirklich nicht machbar beim Rahmendesign. Ich bestätige, mehr ist im Moment nicht machbar im Rahmendesign, okay? Ja gut, alles klar, das reicht mir. So, ach, und hier ist argumentiert für natürlich die Doppelbrücke, ne? Falls man anschlägt. Längst, genau, dass der Rahmen nicht kaputt geht. Okay, das heißt, es hat auch einen Anschlag. Ein Anschlagsbegrenzer. Jetzt lass mal ihn noch mal fahren, komm. Wir haben ihn ja nicht umsonst einbestellt, denn die Johannes, denn das ist jetzt wirklich mal ein Fahrrad ohne Motor, bei dem der Johannes sagt, endlich darf ich wieder im Jahr 2022 auf dem Hinterrad fahren. Wir gehen mal raus. Ist das okay, dass er es bewegt? Klar. Gut. Das muss dem Kunden auch okay sein. Probe fahren darf ich bei euch? Okay. Willst du auch noch fahren? Wir sind in der Innenstadt von Gießen übrigens. Heute am 6. Dezember 2022. Johannes ist gerade aufgewacht. Und die erste kleine Probefahrt. Du darfst dich erstmal ein bisschen warm treten. Es schreit quasi nach. Cool. Der Bunny Hop.
Ist es leicht? Ja, also man merkt halt die Doppelbrücke, aber es ist ein leichtes Rad hier. Warte, ich zeig nochmal gerade, wie schön das hier gemacht ist. Meinst du, schaffst es noch? Ja, ich schaff's. Ich dachte, du wolltest über mein Auto fahren. Nee, das habe ich jetzt gehofft. Hoch geht's nicht. Hoch geht's nicht, wegen der Brücke oder was? Nee, über dein Auto, das ist ja ein Dach. Ach so. Da ist er voll im Element, muss ich sagen, weil normalerweise mit den E-Bikes macht er ja auch Wheelies. Immer ohne Motor, witzigerweise. Ist schon mit der Doppelbrückengabel schwerer. Das sieht aber geiler aus. Es ist wirklich toll. Ja, vielen Dank, Johannes, für die erste Vorstellung am 6. Dezember. Und jetzt ist das ja schon eine Stange Geld. Das ist eine Stange Geld, aber Luxus kostet. Auch einer der wenigsten Downhill-Fahrräder, wo wir Mixbereifung haben. Ja. Also wir haben vorne 29er, hinten 27,5. Das war im Downhill-Bereich kaum vorstellbar. Vor ein paar Jahren haben alle gesagt, Downhill 26. Und da kam 27,5, wo die Leute gesagt haben, viel zu viel und jetzt kriegen wir schon Mixbereifung. Gut, da vorne ist ja genug Platz. Du könntest ja auch jetzt eine andere Felge reinmachen vorne, oder? Also, runter geht es immer. Aber das Modell gibt es auch als 27,5er. Das ist ja das Summum RR MX, also Mixbereifung. Das gibt es auch als rein 27,5er und es gibt es auch als reine 29er. Gibt es, glaube ich, auch. Wir bekommen alle in jeder Rahmengröße. Cool. Ja, vielen Dank, Johannes. Und wir sind bei Switchbike Bornemann heute Anfang 2022. Der neue Laden geht wann in Betrieb? Ende Januar? Ende Januar, genau. Gut, Ende Januar. Wird denn verbunden mit dem jetzigen? Ich zeige es mal gerade. Wir sind hier bei Switchbike, haben über 1000 Mountainbikes, 1000 E-Bikes auf Lager. 1000 E-Bikes, plus über 1000 diese E-Bikes, genau. Plus süßen kleinen mit 40er Gabel und so, diese Downhill-Versionen haben wir auch da von Moonraker. Wenn ihr Lust habt, demnächst auch online einsichtbar euer ganzer Lagerbestand, was ihr habt, damit man auch direkt sehen kann, was kostet es, was habt ihr da. Ansonsten anrufen 0641 34393. 34393 in Gießen. Ja, vielen Dank fürs Anrufen. Tschüss, Johannes. Tschüss, Majid. Ciao. Ciao.